Gut. Okay. Die Katze werde ich nicht mitnehmen. Auch beim zweiten Mal nicht. Teufel. Denn das Item ist einfach nur schlecht. Wenn es ein schlechtes Item gibt, dann ist das ein schlechtes Item. Oh ja. So, warum spende ich das jetzt gleich wieder, ich Idiot? Bin wohl einfach geldgierig. Jetzt komm, gib mir Herzen, komm. Ja. Na also. Ne Pille. Ranger. Warum nicht? Aber ich habe einen Laser. Bringt eh nichts, oder? Nö, nicht wirklich. Na schön. Los, gib mir Herzen. Ich brauche noch ein Herz. Ein Herz. Bomben sind auch... Was? Ich habe 18 Bomben, war es zu heilen. Wo kommen die alle her? Was? 48 Hour Energy? Ist das ein Deo oder was? Yeah. Ah, okay. Eine Batterie. Okay, merke ich mir. Fürs nächste Mal. Jetzt habe ich es vergeigt. Aber wie soll ich das auch ahnen? Jetzt gib mir halt ein Herz. Komm schon. Kein Geld, ich will nur ein einziges Herz. Halbes ist auch okay. Los, gib mir ein Herz. Ja. Na also. Und jetzt, mach's gut. Und mach's gut. Ciao, ciao. Ah, noch mehr Herzen. Gut, und Geld. Sehr schön. Sind wir eigentlich auf Tiefen 2? Warum sehe ich das nicht? Hallo? Ah, da. Tiefen... Hallo? Ah, Mann, ich muss gedrückt halten. Okay, Tiefen 2. Das heißt, Mom kommt jetzt. Wir können dann eh nicht mehr raus aus dem Raum. Ist ja doof. Da kann ich die Herzen gar nicht mehr holen, aber was soll's. Ich werde schon überleben, hoffe ich mal. Halbwegs gut. So, tschüss, gebrochen, aber genäht. Es geht jetzt ab gegen Mami. Und ich bin Lazarus, nicht Isaac. Penner. So. Mit dem Laser geht das ziemlich gut. Hätte ich ja nicht gedacht. Na los, mach was. Ja, sowas ist gut. Aua! Hey! Verdammter Torso! So, oh mein Gott, das war mies! Ja, da lachst du dich wohl kaputt. Wegen einem Treffer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ja so toll. Und boom! Ah, okay, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Marv. Der war schon ganz okay. So. Kannst du vielleicht ein bisschen offensichtlicher stöhnen, wenn du angreifst? Das wäre besser. Kann ich da auch dementsprechend reagieren. Das war schon wieder scheiße knapp. So, ich kann auch mal chargen, aber dann kriege ich eh wieder selber Schaden. Weil ich irgendwo in einen Gegner reincharge. So. War aber gar nicht nötig. So, ich meine mich zu erinnern, dass diese Items, die die Schussgeschwindigkeit erhöhen, zum Beispiel diese Magic 8 Ball jetzt, dass dann der Laser schmaler wird. Schmaler. Also, dass er halt kleiner wird. Weiß ich aber nicht. Das stimmt. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Kommt mir jetzt nicht so vor. Halt ich für ein Gerücht. Naja, was soll's. Gut, die Schussgeschwindigkeit bringt uns natürlich nichts beim Laser. Aber, also die Fluggeschwindigkeit von den Tränen würden jetzt schneller sein, aber mit dem Laser ist das ziemlich irrelevant. Und ja, die Todeskarte bewirkt einfach, dass alle Gegner im Raum, wenn es schwache Gegner sind, ausgeschaltet werden. Hat die Spinne gerade den Gegner erledigt? Echt? Und nochmal. Ah ne, Speed-Up ist das ja. Brauche ich aber nicht. Ich bin schon schnell genug. Wo war ich jetzt schon wieder? Ja, nochmal. Was, die Dinger fliegen auch langsamer? Die zählen als Fliegen? Was? Okay, warum nicht? Ich meine, ich hätte auch Fliegen in den Dingern gesehen, aber... Weiß ja nicht. So, Champion. Ist wurscht, hier macht eh alles Einheitsschaden. Von daher kümmerst du mich nicht. Aber ich werde das Herz so nicht überleben. Das ist das Problem. Double Gemini. Das setzt mir doch mal tot ein. So, boom. Die Gegner bekommen einfach alle Schaden. Da es Bosse sind, sterben sie jetzt natürlich nicht. Aber so, charge. Aber was soll's. Könnte es sein, dass sie dann einfach in die falsche Richtung fliegen, die Gegner, wenn sie so dizzy sind? Sie sahen nämlich ganz danach aus gerade. Kannst du das vielleicht veranschaulichen, Gemini? Nein, du bist tot. Okay. Was soll's. So. Was? Okay, das erinnert mich an das... Hilfe? Hilfe? Das erinnert mich an das Ding aus Super Meat Boy, aus Rapture. Diesen einen Gegner, diesen... naja, wie soll ich den beschreiben? Naja, ihr wisst schon, der in... Der einen halt verfolgt und... mies ist. Kenner wissen bestimmt, was ich meine. So, gehst du bitte kaputt. So.
Achso, wenn ich den Kopf besiege, kommt so ein Zombie. Verstehe. Okay, Ace of Spades, das heißt, wir bekommen mehr Karten. Ja, warum nicht? Gib mal her. Ist mir eigentlich auch egal. Ja, die wissen dann gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Oh, lecker, was ist das denn? Callus, your feet feel stronger. Ah, ich glaube, damit kann man über Stacheln laufen, aber das brauche ich ja nicht, denn ich kann fliegen. Aber sonst ganz cool. Also wenn es das macht, ich weiß es nicht, aber wenn man da liest, your feet feel stronger, dann... und ich sehe gerade, es gibt die Herzen, das heißt, es gibt auch die Masken. Hurra! Freuen wir uns da nicht alle? Ja, wir freuen uns alle riesig. Dann ist ja ganz klar, wer liebt die Masken? Nee, ich lag's. Warum laggt es jetzt? Also es laggt nicht, aber es ruckelt halt. Lags sind was anderes, liebe Kinder. Lasst euch nicht verunsichern. So. Hier bin ich wieder total falsch, aber was soll's. Warum sieht der so komisch aus? Ist das irgendwie was Besonderes oder... Oh, okay. Hätte mir auch einer sagen können, dass die jetzt explodieren und in Kugeln ausschwärmen. Denn sowas trifft mich dann eher unvorbereitet. So. Beides gleichzeitig ist am besten, dann spawnt hier gar nichts. So viel dazu. Okay, mal wieder falsch. Ach, da war ja der Boss. Was mache ich denn? Da war ja der Boss. Ich sehe den immer nicht wegen meinem Mikrofon. Nein! Warum muss es ausgerechnet er sein? Aber ich kann fliegen! Haha! Du Specko! Du bist doch ein Specko! Finde ich schön. Ja, mach was du willst. Mach was du willst. Tu was du nicht lassen kannst. Ich kann über deine scheiß Pisse drüber fliegen. Deinen blutigen Haarengang. Den kann ich einfach ignorieren. Aber nicht deine Augen. Charge! Und tot. Sehr schön. Und natürlich bekommen wir den Pageant Boy. Natürlich. Ja. Was er macht, sieht man wohl. Er erhöht auch die Chance auf Münzen-Drops im Arcade. Und an diesen Slot-Machines. Also nicht wirklich mein favorisiertes Item, ehrlich gesagt. Okay, was machen wir hier noch? Ich glaube nichts. Ich könnte mir die Batterie holen, aber es ist mir egal. Komm, es ist mir einfach egal. Eiskalt egal. Aber ich sehe jetzt schon, das Herz werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, denn... mit 4 Herzen. Warum gibt es so wenig HP-Ups? Was habe ich verpasst? Warum? Früher gab es die echt so häufig. Wow, hey, weg. Abstand. Abstand. Und eine Pille. I found pills. Nein, danke. Obwohl, komm. Macht ja nichts. Bringt auch nichts, aber macht auch nichts. So. Und ihr Viecher seid noch 10-mal hässlicher, als ihr es eh schon wart. So, Batterie. Yeah. Und Rev. Okay. Kein Ding. Rev ist nicht so hart, vor allem nicht, wenn man fliegen kann. Der Pseudo-Bomberman. Und er nimmt so viel Schaden. Mein Gott, bin ich grad stark. Und es ist Mr. Boom. Okay, das ist einfach eine Bombe, die legt man hin und dann explodiert sie. Und das ist ein Spacebar-Item. Ihr habt richtig gehört, ja. Ein ganz tolles Spacebar-Item. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man irgendwie auf den ersten Ebenen ist und noch nicht so viel Zeug hat. Oder mal dringend eine Bombe braucht. Ich glaube, die macht auch mehr Schaden. Als normale Bomben. Weil es ja eine große Bombe ist, aber... Ja, naja. Als Spacebar-Item mit 2 Charge-Einheiten. Oh, die Zecke, okay. Die Zecke ist ein Trinket, dann beginnt man Bosskämpfe mit weniger, also mit mehr Leben. Also man zieht den Bossen praktisch Leben ab und das wird einem selbst draufgerechnet. Man wird praktisch ein bisschen geheilt und die Bosse beginnen mit ein bisschen weniger Leben. So, ganz einfach. Leider, der einzige Nachteil dabei ist, dass man sie nicht mehr weglegen kann, weil es eben eine Zecke ist. Also wenn man sie einmal aufsammelt, dann kann man kein anderes Trinket mehr aufnehmen. Es sei denn, dieses Wegwerfen bezieht sich auch auf die Zecke. Das kann natürlich sein. Ich glaube, ich kann die Trinkets wegwerfen. Ich glaube, ich probiere es gleich mal. Und drücke mal ganz mutig auf Q, um das Ding wegzuwerfen. Oder es war gar nicht Q. Vielleicht war es auch was anderes. Kann ich hier nicht die Steuerung irgendwie ändern? Geht anscheinend nicht. Okay, dann schaue ich es nachher nach. Ich dachte, es wäre Q gewesen, aber anscheinend nicht. Vielleicht habe ich es auch umgelegt und das ist ein cooler Raum hier. Und endlich mal blaue Herzen. Mein Gott. Mein Gott. Und das ist irgendwie sehr einfach.
Weil ich fliegen kann. Ganz recht. Okay. Das wird ja auch nicht allzu lang dauern. Nein, überhaupt nicht. Gut, 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 gut. Dann ist es schon wieder scheiße. Hey, scheiße am Stiel. Und bam! Keine Chance gegen den Laser. So. Oh, ein Champion Mini Girly. Mini, Mini, Mini. Na, da freut sich der Deputy. Nicht. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Oh, da ist ein großer Raum da unten. Schon wieder die Tür nicht gesehen. Mann, 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 Mann. Wow. Diese großen Räume sind aber auch verwirrend. Schon, schon, schon. Ist aber auch sehr ungewohnt, muss ich sagen. Jetzt, Leute, jetzt reicht es langsam da mit dem blöden... Okay, okay, haben wir uns verstanden. Freut mich. So, was macht der Dunkle? Explodiert der vielleicht? Ne, der wird zum Haufen, okay. Und der Violette macht gar nichts. Soll mir recht sein. Dann eben nicht. So, da einfach rein, bitte. Oh Gott, so viel Scheiße. Oh mein Gott. Hilfe. Ich habe Angst vor Kacke seit dem alten Boss da im Basement. So, und schon wieder Legs. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Warum passiert das dann? Hilfe. Komm schon, Spiel, du hast es fast geschafft. Wir haben es jetzt natürlich eh verrecken. Obwohl, vielleicht schaffen wir es hier, aber... Es könnte sehr, sehr eng werden, so. Da wartet es auch schon auf uns. Gut, dann würde ich sagen... vielen Dank nochmal für den letzten... Motivationsschubspiel durch die Trollbombe und kannst du jetzt bitte aufhören zu ruckeln? Hallo? Langsam reicht's, okay? Gut. Also auf geht's zu Mom's Hills. Oh hell yeah. Mit Rucklern. So. Ich hoffe, das tut gut, Mom. Ich hoffe, das tut dir gut. Oder ist dein Auge? Verdammt. Und das ist gerade irgendwie ziemlich lahm, aber gut. Sah das beim letzten Mal nicht anders aus? Also ich meine die Attacke. Keine Ahnung. Autsch. Naja, jetzt haben wir den Deadbird draußen, das ist auch in Ordnung. Wenn er was machen würde, wäre es noch besser. Aber ist natürlich nicht seine Pflicht. Eigentlich schon, aber was soll's. Vielleicht verändert sich auch ihr Angriffsmuster, kann ja sein. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall machen wir sehr viel Schaden und das ist auch gut. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. So viel dazu. Okay. Komm da runter. Befehle es dir. Boom. Ja, die hat andere Angriffsmuster. Vielleicht sind die zufällig, vielleicht sind die auch von Mal zu Mal verschieden. Also festgelegt, aber dann halt von der Anzahl der Runs abhängig. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Jetzt stirbst du bitte, du nervst. Dankeschön. Ne, ich bin Lazarus. 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 Wie soll ich dem Ding eigentlich hier ausweichen? Also machen das halt richtig? Ich glaube, das machen nämlich alles die Fliegen gerade. Oder auch nicht. Und ehrlich gesagt, gefällt mir das gar nicht, wie das hier läuft gerade. Ist gerade gar nicht so gut für mich. Wow. So, jetzt komm her. Ja, ich bin Isaac, genau. Wow, 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 wow. Cool bleiben, cool bleiben, cool bleiben. Ganz cool bleiben. Es wird alles gut. Oh Gott, jetzt spinnt sie völlig. Diese Gegner. Wie soll ich dem Scheiß ausweichen? Wie? Komm schon, ist fast tot. Fast tot. Jetzt stirb doch zur Hölle. Dankeschön. Meine Fresse. Da dachte ich schon, sie kriegt mich noch, aber... Oh, oh. Mein lieber Scholli, du, mein lieber Scholli. Yes. Ah, Nutella. Okay, das hat mich jetzt leicht schockiert. Dankeschön für den Jumpscare-Spiel. Ich hasse dich. Ja, das war der zweite erfolgreiche Mom's Herz Run. Freut mich. Ja. Ist zwar sehr knapp geworden, aber im Endeffekt haben wir es gepackt. Brimstone haben wir jetzt auch mal wieder durchgehabt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
werde ich in Zukunft wahrscheinlich eher liegen lassen, weil das eher langweilig ist, weil keine Tears-Effekte mehr auftauchen und so. Und der Rubber-Cement ist aufgetaucht im Basement. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Ich weiß immer noch nicht, was der Nachteil an Lazarus ist. Vielleicht kann es mir ja irgendwer sagen, denn ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, keinen harten Nachteil gesehen. Auch in den Stats nicht. Also, keine Ahnung, was es an dem auszusetzen gibt, aber naja. Jedenfalls, Leute, beim nächsten Mal gibt es dann wahrscheinlich Eden oder Maggie. Das sehen wir dann. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.